Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute bauen wir uns aus dem Zeug daneben hier einen Wasserfilter. Und zwar einen bodenkundlich überwachten und überprüften. So, zunächst brauchen wir eine stinknormale handelsübliche PET-Flasche. Bei der müssen wir einfach da unten den Boden einmal abschneiden mit einem beliebigen Messer unserer Wahl. Tut's. So, Flasche ohne Boden. Deckel lassen wir drauf, schrauben wir gut zu. Jawohl, ja. Wer mag, kann sich jetzt hier jeweils noch ein Löchlein reinbohren und da auch und eine Schnur durchziehen, um den ganzen Filter dann hinterher an den Baum hängen zu können. Aber das ist optional, muss nicht unbedingt sein. Wir haben uns auf der Wiese unseres Vertrauens oder halt eben im Wald, je nachdem, irgendwo ein bisschen Grünzeug besorgt. Ja, spielt keine Rolle. Weiße Heimsinse und Waldheimsinse. Und davon machen wir uns jetzt ein schönes Knödelchen. Schön zusammenpressen und auch so gut drücken, dran rumdrücken und ein bisschen auseinanderreißen und so weiter, dass das Ganze dann möglichst zerfasert. Also im Idealfall sollte das wirklich dann schön zerfasert sein. Man kann auch noch mit dem Stock ein bisschen drauf rumklopfen, wenn man das dann optimalst haben will. Ich mache das jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Und das Ganze stopft man dann in besagte Flasche. Man kann auch gerne noch ein Stopfstöckchen zu Hilfe nehmen, damit das dann auch schön fest sitzt. So, als nächstes brauchen wir dann Boden oder Dreck, je nachdem, wie man den nennen möchte. Eigentlich heißt er Boden. Und zwar muss man ja dazu erstmal wissen, das ist jetzt ein Humusziegel. Das heißt, ich habe einfach einmal mit dem Spaten in den Boden und das Ganze da einfach so rausgebrochen. Das war, was am Spaten hängen geblieben ist. Sowas reicht eigentlich in den meisten Fällen schon aus, wenn man sich einen schnellen Wasserfilter bauen möchte. Weil das soll ja nicht ewig gehen, weil wir haben ja Durst. Und dann hat man folgende Komponenten. Also Bodenkunde erkläre ich irgendwann mal ausführlich. Aber hier oben haben wir erstmal dieses Zeug hier, das ist die sogenannte Auflage. Das ist im Prinzip einfach das abgestorbene Pflanzenmaterial, das vom Baum gefallen ist und von anderen Pflanzen jetzt auf dem Boden drauf liegt. Das hier ist der humose Oberboden, also das mit dem gewissen Schwarz drin. Da sind halt dann eben die abgestorbenen Pflanzenmaterialien oder auch tote Würmer oder sonstiges Zeug schon in den Boden eingearbeitet. Und das ist eine Kombination aus ganz feinem Sand, wenn man so möchte, und eben abgestorbenem Pflanzenmaterial. Wichtig, brauchen wir gleich. Und hier unten haben wir jetzt im Fall einer Braunerde, also es gibt ganz viele verschiedene Bodentypen, das ist jetzt hier so der typische Schwarzwaldboden, der sieht ungefähr so aus, haben wir jetzt hier unten einen Oberbodenhorizont, der tonangereichert ist. Und genau sowas brauchen wir. Also das ist wichtig, dass wir eben was haben, was ein bisschen tonangereichert ist, also ein toniger Lehm, ein Lehm mit erhöhten Tonanteilen. Wie gesagt, ich erzähle euch Bodenkunde irgendwann nochmal ausführlicher. Woran erkenne ich, dass das jetzt richtig ist? Ich kann meinen Dreck zu einem Würstchen formen. Und dieses Würstchen sollte sich im Idealfall auf ungefähr Bleistiftdicke drücken lassen. Wursteln lassen, wenn man so möchte, ohne auseinander zu fliegen, also ohne großartig wirklich gleich porös zu werden. Das ist hier so ungefähr der Fall. Könnte noch ein bisschen besser werden. Hier habe ich mal eine Wurst gemacht. Wichtig ist für diesen Wursteltest, den nennt man auch Fingerprobe, muss der Boden ein bisschen feucht sein. Also ihr könnt euch notfalls mit ein bisschen Wasser nass machen, wenn ihr mitten im Sommer unterwegs seid. Was ich jetzt nicht habe, was aber noch gut wäre, wäre schlicht und ergreifend Sand. Man könnte auch feinen Kies nehmen, aber den habe ich jetzt auch nicht. Also als nächste Schicht kommt jetzt eben hier dieses recht tonhaltige Material. Also Ton ist simpel ausgedrückt einfach sehr, 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 sehr feine Sandkörnchen, die dann einfach gut aneinander haften, einfach dadurch, dass sie so klein sind. Ja, also hier wieder unsere Flasche und da packen wir jetzt unser toniges Material, lehmiges Material rein. Was übrigens auch nicht sein darf, ist, dass das zu tonig ist. Also sprich, wenn man daraus eine ganz, 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 ganz dünne Wurst formen könnte, ohne dass sie zerbricht, dann wäre es wieder zu tonig.
Das kann man dann auch nicht gebrauchen, weil das ist dann einfach wasserdicht. Da geht dann kein Wasser mehr durch. Was wir brauchen, sind ganz, ganz, ganz feine Poren im Material. Also ganz enge Durchlässe, durch die das Wasser noch durch kann, aber halt eben nicht mehr gut. Das ist wichtig. Ich erkläre nachher auch noch genau, warum. Das darf man dann ruhig ein bisschen mehr nehmen, also das kann ordentlich sein. Wenn jetzt noch Sand da wäre, dann hätte man jetzt hier unten noch eine Schicht Sand reingemacht, beziehungsweise Kies, und da drauf jetzt hier unser tonhaltiges Material. Das Ganze ein bisschen andrücken. Ja, da darf man es jetzt aber auch wieder nicht zu sehr übertreiben, weil sonst kriegt man da solche Verdichtungen zustande, dass da dann auch schon wieder überhaupt kein Wasser durchgeht. Und damit ist einem dann schon wieder nicht geholfen. Also das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen. Ja, die nächste Phase ist Holzkohle. Die hier, die ich jetzt hier habe, die ist leider schon etwas älter. Wir haben da hinten so eine Feuerstelle und da liegt das Zeug natürlich haufenweise rum. Am besten wäre natürlich noch frische. Und wichtig, die Holzkohle sollte nach Möglichkeit wirklich fein zerkleinert sein. Beim frischen Feuer hätte man da wunderbares Material, also das könnte man super nehmen. Auch gut ist die weiße Asche. Wenn man also beim frischen Feuer eben noch diese weiße Asche übrig hat, die kann man auch noch verwenden. Dann aber am besten über die Holzkohle in Schichten wieder. Das ist ja wie gesagt jetzt auch nur zu Demonstrationszwecken erstmal. Das dürfte normalerweise dann auch ruhig noch mehr sein als das, was ich jetzt hier zusammengesammelt habe. Ist ja bloß zum Zeigen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das stopft man jetzt wieder fest mit dem Stopfstock. So, also da drauf kommt jetzt dann eben dieses humushaltige Material. Da muss man einfach drauf gucken, dass man da wirklich nicht unbedingt die Auflage mitnimmt. Die bringt nicht viel. Also so Zeug, was noch als Pflanzenmaterial erkennbar ist. Das hier zum Beispiel ist ja noch ein bisschen sichtbar, dass das ein paar Blätter waren. Das muss nicht mit rein. Hingegen hier sowas da. Sollte sich, wenn man es dann zwischen den Fingern hat, also auch nochmal deutlich anders anfühlen als diese Tonfraktion, die ich gerade eben weiter unten entnommen habe, dass das dann so ein bisschen krümelig ist und überhaupt nicht an den Fingern klebt. Ziemlich lockere Geschichte. Und ja, also so muss ich das anfühlen, einfach wie so Blumenerde im Prinzip. Ja, also so sieht unser Filter jetzt bisher aus. Hier unten grünes Pflanzenmaterial. Dann unsere Tonfraktion mit tonhaltigem Boden, der halt eben sehr wasserundurchlässig ist. Dann eine Schicht Holzkohle, die dürfte wie gesagt theoretisch durchaus noch ein bisschen dicker sein und man könnte sie auch noch feiner stampfen und frisch wäre sie besser, aber haben wir jetzt nicht. Und da drauf jetzt eben hier unser humoser Oberboden, der relativ locker ist, der ist auch ganz gut wasserdurchlässig eigentlich. Wenn man jetzt hätte Sand, dann könnte man theoretisch hier drauf jetzt nochmal eine Schicht Sand machen. Man könnte auch da unten vor dem grünen Pflanzenmaterial nochmal eine Schicht Sand machen. Oder eben Kies. Das würde nicht schaden. Oh, ich denke mal, aber das ist nicht unbedingt erforderlich. Insgesamt gilt, je dicker, also je mehr Material man sich in diese Flasche reinstopft, desto besser filtert es letztendlich auch. Also viel hilft viel. So, und als Abschluss kommt dann nochmal oben drauf nochmal grünes Pflanzenmaterial. Dürfte theoretisch auch noch ein bisschen mehr sein, als ich jetzt hier wieder drauf mache. Und auch besseres, aber es ist Winter, da gibt's nichts Scheiß. Gut, und jetzt muss man die Flasche nur noch mit Wasser füllen. Praktischerweise haben die großen Survival-Götter hier gerade einen Brunnen hingestellt. Nein, so ein Zufall, da kann ich mir ja gleich Wasser tapfen. Da ist jetzt schon ein bisschen was drin. Gut. Auch da gilt wieder, viel hilft viel. Weil wenn viel Wasser oben drin ist, hat man viel Druck. Und das Ganze wird mit einem gewissen Druck einfach durch das Gewicht vom Wasser da durchgedrückt. Inzwischen habe ich den Deckel abgeschraubt und man kann schon unten erste Tropfen ankommen sehen. Das Ganze dauert ungefähr, bis die ersten Tropfen rauskommen sollten, so ungefähr eine Minute. Also wenn es schneller durchläuft, dann hat man was falsch gemacht. Das wäre dann auf jeden Fall schlecht. Es muss schon eine gewisse Zeit brauchen, um da durchzulaufen. Also beim ersten Durchlauf ist das ein ganz guter Test, ob das denn einigermaßen funktioniert oder nicht. Der hier tröpfelt jetzt schon eigentlich relativ gut. Andererseits ist das auch sehr klares Wasser. Also je klarer das Wasser per se schon mal ist, desto schneller geht es durch. Wenn man eine Schlammbrühe reinkippt, braucht sie natürlich länger, bis sie durch das Filtermaterial durch ist. Aber wie gesagt, der hier ist eigentlich jetzt relativ fix, muss ich sagen.
Was natürlich noch eine Rolle spielt, ist, ich habe den jetzt nicht so ultimativ dicht gestopft. Man hätte ihn noch fast ein bisschen dichter stopfen können, weil das ganz viel Wasser läuft einfach am Rand vorbei, da wo das Material eben am Flaschenrand nicht ganz so dicht an den Rand gedrückt ist. Da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen kräftiger stopfen sollen. Und man muss zugeben, es ist eine gewisse Dreckbrühe, die dabei rauskommt. Liegt daran, dass das halt eben noch die ersten Tropfen sind. Ich würde ungefähr 1 Liter durchlaufen lassen, etwa 1 Liter. Und dann die nächsten 3-4 Liter, die müsste man eigentlich trinken können. Und ab dem 5. Liter oder sowas müsste man das Ganze erneuern. Ungefähr. Wahrscheinlich würde auch noch länger gehen, aber naja, warum ein Risiko eingehen, weil Zeit hat man hier draußen ja genug. Und bis dahin hat man auch keinen großen Durst mehr und kann sich dann eigentlich das Ding auch nochmal in schöner zurechtbauen. So, jetzt bin ich euch natürlich noch die Erklärung schuldig, wie so ein Ding jetzt genau funktioniert. Es gibt so 2 Möglichkeiten, wie man im Outdoor-Bereich sein Wasser filtern kann. Entweder man schleust sein Wasser durch ein sehr, 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 sehr feines Filtersystem, also quasi einfach ein Siebeffekt, dass man einfach ein Material nimmt, das nur super, super kleine Öffnungen hat, wo im Prinzip eigentlich bloß Wasser durchpasst. Und kein Dreck, keine Bakterien, keine Protozoen. Also das sind sehr, sehr, sehr kleine Tierchen, meistens auf einer einzelliger Basis, sind trotzdem noch viel größer als Bakterien. Also die sind relativ einfach rauszufiltern. Ja, und keine Schwermetalle oder Ähnliches, dass sie da einfach nicht durchpassen, weil sie einfach zu groß sind. Das ist natürlich bei den kaufbaren Filtern, zum Beispiel diesen sehr guten Sawyer-Wasserfiltern, die es mittlerweile gibt, ist das der Fall. Also die sind wirklich so, so eng von der Porengröße her, dass da tatsächlich nichts Böses irgendwie durchkommen kann. Außer Viren. Gegen Viren kann man eigentlich im Prinzip gar nichts tun. Also mit so einem normalen, solchen Siebfiltern, nenne ich es jetzt einfach mal, geht nicht viel. Gut, das tut unserer hier auch, insbesondere in diesem Bereich, weil das halt eben sehr eng gelagert ist, sehr dicht gepackt und nur sehr kleine Öffnungen hat, durch die das Wasser jetzt durch kann. Könnte fast noch mal ein bisschen dichter sein. Also man hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen besser stopfen lassen müssen. Wie gesagt, man hat jedes Mal anderen Boden. Jedes Mal andere Ausgangsmaterialien, um so einen Filter zu bauen. Deshalb muss man dann immer mal gucken, ob der dann was taugt. Und der hier tropft mir eigentlich schon fast ein kleines bisschen zu sehr. Also ungefähr die halbe Durchflussrate wäre mir lieber. Also ich würde mir den jetzt theoretisch echt nochmal bauen, nochmal ein bisschen fester stopfen, nochmal dichter, bevor ich das saufe. Was hier übrigens rauskommt, ist jetzt nicht das aller sauberste Wasser. Das ist aber jetzt tatsächlich bloß guter Boden, der da drin ist. Der ist in keinster Weise irgendwie gefährlich. Also Waldboden, da sind keine Bakterien drin oder keine sonstigen Schadstoffe, die für uns in irgendeiner Form relevant sind. Gut, außer der Waldboden neben Tschernobyl oder Ähnlichem. Also wenn man weiß, hier ist jetzt was Besonderes passiert oder da war ein Munitionsdepot und der ganze Blei ist jetzt im Boden oder ähnliche Späße, aber das kann man nicht wissen. Beziehungsweise entweder man weiß es oder man weiß es halt nicht. Also dieses Filter, dieses Siebprinzip ist größtenteils diese Komponente, natürlich auch nochmal diese Komponente und für ganz grobe Sachen ist das Grünzeug zuständig. Also wirklich, wenn da einfach, keine Ahnung, ein Käfer drin schwimmt oder ein Stück Rinde oder sonst was, was man halt nicht unbedingt mittrinken möchte, das wird dann einfach da schon mal rausgehalten. Und der zweite Effekt, den dieser Filter eben hat, und damit ist er, was das angeht, sogar noch mal ein bisschen besser als so ein Sawyer-Wasserfilter zum Beispiel, ist, dass er noch eine Ionenaustauscherkomponente hat. Wenn jetzt also beispielsweise irgendwelche Chemikalien drin sind, im Wasser sind immer irgendwelche Chemikalien, Chemikalien sind ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes, dann sind das meistens Ionen. Ionen heißt, die haben irgendeine Ladung. Die sind entweder positiv oder negativ geladen. Im Fall vom Wald wird man fast nur Dinge finden, die positiv geladen sind. Und die setzen sich an Dinge, die negativ geladen sind. Und solche negativ geladenen Bereiche hat man hier in der Tonfraktion. Die Tonfraktion des Bodens hatte die höchste Kationenaustauschkapazität von allen Bodenfraktionen, mal abgesehen von der organischen Substanz, aber dafür ist die wieder so durchlässig. Es ist kompliziert.
sagen wir es mal so, da kommt so ein dickes, stark positiv geladenes Ion an, zum Beispiel ein Aluminium. Das ist dreifach positiv geladen, ist nicht gesund, wollen wir nicht in unserem Wasser haben. Und das würde zum Beispiel hier drin mit Sicherheit hängen bleiben, weil sobald das irgendwo was findet, was negativ geladen ist, und das ist hier der Fall, da gibt es so negativ geladene Enden an der Struktur von den Bodenpartikeln im Prinzip, und an denen würde das einfach durch Anziehungskräfte hängen bleiben, so ein Aluminium. Stattdessen würde sich dann das, was da vorher dran hockt, deshalb auch Ionenaustausch, der eine tauscht sich mit dem anderen aus, würde dann im Wasser landen und weiter durchfließen. Wäre im Fall von so einem Boden Kalium wahrscheinlich. Kalium ist völlig unschädlich für uns, das ist eigentlich sogar gesund, brauchen wir sogar. Oder ein bisschen Natrium. Ja, dann hat man halt ein bisschen Salz im Wasser, schlimmstenfalls, wenn noch irgendwo Chlor herkommt. Also Natrium auch in den Mengen, in denen es hier vorkommt, völlig unbedenklich. Gleiches gilt zum Beispiel für Eisen 3+. Das ist auch ein ziemlich ungesunde Form vom Eisen, die man auch besser nicht trinken sollte. Die würde jetzt hier in diesem Bereich auch hängen bleiben. So, und dann wäre da noch die Kohle. Die macht im Prinzip auch nochmal sowas Ähnliches. Die adsorbiert Ionen, und zwar, dass es sich bei Kohle um ein organisches Material handelt mit unpolaren langen Kohlenstoffketten. Und sich Gleiches im Gleichen löst und die meisten Giftstoffe tatsächlich auch, also organische Giftstoffe von irgendwelchen Pflanzen, Tieren, Bakterien, Pilzen und sonstiges Zeug, die sind auch organische Moleküle, meistens auch lange Kohlenstoffketten. Und die würden sich jetzt eben, also Gleiches löst sich im Gleichen, Öl löst sich in Öl, Wasser löst sich in Wasser, ne? Und so weiter und so fort. Öl in Wasser löst sich nicht. Und nach dem Prinzip würde hier ein unpolares Molekül eben hier in dem polaren Bereich meiner Tonfraktion hier nicht hängen bleiben, weil das löst sich darin eben nicht, beziehungsweise kooperiert mit dem Ding gar nicht und fließt da einfach durch. Hingegen eben diese unpolare Fraktion mit der Holzkohle, da könnte es dann durchaus sein, dass das da hängen bleibt und wäre dann damit quasi unschädlich gemacht, weil es da halt eben in die Holzkohle integriert wurde und da drin auch bleibt und nicht wieder rausfließt. Ja, kompliziert, aber besser kriege ich das jetzt nicht erklärt. Es sei noch mal kurz erwähnt, wenn das Wasser, was aus dem Filter kommt, dann immer noch nicht so richtig, richtig klar ist, das ist nicht weiter dramatisch, dann müsste man es einfach, nachdem man es sich in die Tasse gegossen hat oder sonst wie, einfach eine Weile stehen lassen. Dann setzt sich die Schwebstoffe, die Bodenpartikel, die noch drin sind, einfach unten ab und man kann es oben runter trinken. Schmeckt vielleicht nicht besonders toll, aber ist auf jeden Fall unbedenklich gesundheitlich. Was so ein Filter nicht kann, ist in irgendeiner Form irgendwelche Lebewesen daraus filtern. Also Viren schon gar nicht, das können ja schon die meisten professionellen Wasserfilter nicht. Bakterien auch nicht. Eventuell vielleicht noch irgendwelche einzelligen höheren Organismen. Wenn ich nachvollziehen kann, dass bei meinem Wasserlauf weiter oben irgendwie es nicht eine Viehweide ist oder irgendwelche größeren Tiermengen oder Menschenmengen oder ähnliches mir in den Bereich meines Wassers geschissen haben, dann würde ich das jetzt also so eigentlich, wenn es aus dem Filter kommt, so trinken, halt vielleicht eventuell noch absetzen lassen, was da noch ein bisschen an feinen Bodenpartikeln drin ist. Und dann könnte man es trinken. Wenn es jetzt hingegen irgendwie irgendein anderes Wasser ist, aus irgendeinem Bach auf der Wiese oder ähnliches, da reicht schon Wiese, weil wenn die Wiese mal gedüngt worden ist, dann leben da alle möglichen lustigen, möglicherweise schädlichen Bakterien. In dem Fall müsste man das Wasser dann einfach nur abkochen. Zum Abkochen ist zu sagen, da wird ja immer viel diskutiert, ob man das jetzt 10 Minuten kochen muss, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder nur 5 Minuten oder eben einfach nur mal kurz sprudelnd aufkochen. Ich bin der Vertreter der letzteren Fraktion. Meiner Meinung nach reicht einmal kurz sprudelnd aufkochen völlig aus. Im Prinzip reut es nicht mal das. Also laut Lehrbuch sterben die meisten einzelligen Organismen ab 81 oder waren es 78 Grad. 78 oder 81 Grad, eins von beiden. Und dann sind die futsch. Also in dem Moment platzt bei denen quasi die Zellwand und die sind in dem Moment auch schon futsch, wo diese Temperatur erreicht wird. Also spätestens da. Ganz, 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 ganz viele auch vorher. Es gibt Ausnahmen, die auch Temperaturen von über 100 Grad überleben. Die kriegt man damit abkochen überhaupt nicht kaputt. Aber das ist auch gerade egal, weil die sind schlicht und ergreifend nicht schädlich.
Also man muss ja auch gucken, nur die Sachen, die einem was tun, müssen aus dem Wasser raus. Das Wasser muss ja nicht steril sein, da dürfen also durchaus noch irgendwelche Dinge drin wohnen. Sofern die einem nichts tun, ist das ja vollkommen egal. Die gehen dann einmal den Darm entlang und sind dann wieder draußen. Oder durch die Niere oder wie auch immer, aber da passiert jedenfalls nichts. Und mit der Methode, also kombiniert diesen Wasserfilter, der hält eben auch chemische Substanzen oder Schwermetalle oder ähnliches rausfiltert, die man jetzt mit Abkochen allein nicht rausbekommt. Und Abkochen, also diese beiden Dinge in Kombination, da würde ich eigentlich fast jedes Wasser trinken, jetzt mit Ausnahme von irgendwelchen Krankenhausabwässern, wo dann diese Krankenhaus-Superkeime drin wohnen, die selbst mit Antibiotika nicht klein zu kriegen sind. Die allermeisten Wässer, die man so im Wald findet, im deutschen Wald, wenn man relativ weit hochläuft, den Bach bis in die Nähe der Quelle, kann man sowieso so ungefiltert trinken. Und es ist ja auch nicht so, dass wir keinen eigenen Schutzmechanismus vor irgendwelchen Tieren im Wasser hätten. Der Darm leistet da auch schon einiges und wehrt da auch einiges ab. Nur weil da jetzt 3-4 Krankheitserreger in einem Liter Wasser drin sind, wird man nicht automatisch gleich krank. Und die Darmflora passt sich auch an. Also wenn man eine Zeit lang wirklich im Wald lebt und eine Zeit lang vergleichsweise schlechtes Wasser trinkt, also verglichen mit dem, was man aus der Zivilisation und aus dem Wasserhahn gewöhnt ist, könnte es sein, dass man mal 2-3 Tage Durchfall hat, aber es könnte dann halt eben auch sein, dass es danach dann wieder vorbei ist und sich eben der Darm mit seiner Bakterienkultur daran angepasst hat. Und man dann entsprechend nicht mehr krank wird. Schönes Beispiel, es gibt in Schweden den Femundsee. Als wir mal da waren, da war ich noch relativ jung, das war so eine Jugendgruppe, durften wir nicht aus dem See trinken, weil wir wahrscheinlich furchtbar Durchfall bekommen hätten. Aber die Anwohner, die Schweden, die da halt wohnen, die gehen mit ihrer Tasse an den See, machen einmal diesen und Prost. Das macht denen überhaupt nichts aus, weil sie einfach vom Organismus her dran gewöhnt sind, dieses Wasser zu trinken. Und da kommt jetzt irgendein großes Fahrzeug. Jo, dann würde ich mich freuen, wenn ihr zumindest so halbwegs kapiert habt, wie man das Ding baut, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das so verständlich habe erklären können. Ist auch nicht so einfach. Man muss da jede Menge Hintergrundwissen eigentlich für haben. Keine Ahnung. Ich erkläre euch irgendwann nochmal die Bodenkunde und komme dann auf jeden Fall nochmal auf den Wasserfilter zurück. Und dann versteht ihr bestimmt, was ich gemeint habe. Spätestens dann. Aber zumindest wisst ihr jetzt, dass es einen Grund gibt, weshalb das ganze Ding funktioniert und relativ gut sogar. Und seid jetzt ein bisschen schlauer. Vielleicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!